Hallo, ich war gerade eben beim Bund der alevitischen Studenten und der alevitischen Jugendlichen. Aus dem Vorstand ist auch hier Emre Tekemen da. Emre, was ist denn dieser Bund? Was macht ihr? Was hat es mit auf sich? Genau, wir sind der Bund der alevitischen Jugendlichen. Wir sind ein Verein in Berlin, des Cem-Evis. Und wir sind ein Studenten- und Jugendverein, der sich hier regelmäßig trifft. Und wir fördern die alevitischen Jugendlichen, setzen uns für diese ein, fördern diese, haben mehrere Projekte, haben öfters Workshops, religiöse, aber auch ganz normale, zum Beispiel Projekte wie Study Buddy, wo wir uns mit Leuten, wo wir uns mit den Studenten treffen, angehenden Studenten, die gerade anfangen zu studieren, machen mit denen die Stundenpläne. Genau, als Beispiel zum Beispiel. Ich habe jetzt auch gehört, dass hier in der alevitischen Gemeinde bei euch, also auch mit den Älteren zusammen, nicht nur bei der Jugend, über 70.000 Leute organisiert sind und angeschrieben sind. Was heißt eigentlich für euch so aus alevitischer Sicht selbstbestimmtes Leben und was würdet ihr darunter verstehen? Genau, selbstbestimmtes Leben heißt für uns, dass wir hier in Deutschland frei leben können, ohne Diskriminierung, dass wir gefördert werden vom deutschen Staat, anerkannt werden als freie Religionsgemeinschaft und was wir auch natürlich schon sind. Genau, und dass wir nicht, dass nicht nur über uns gesprochen, dass das nicht nur über uns bestimmt wird, sondern dass wir auch als Teil der Politik auch Politik machen. Also dass wir in der Politik mitgestalten. Und habt ihr da konkrete Forderungen, was ihr jetzt von, zum Beispiel von Berlin oder auch von der Politik als solches oder uns Grünen jetzt auch erwarten würdet, was wir machen, um besser euer selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen? Da fallen mir wahrscheinlich jetzt mehrere Dinge ein. Was hätten wir jetzt zum Beispiel ein? Was könnten wir zum Beispiel jetzt machen? Dass zum Beispiel alevitische PolitikerInnen sich engagieren können, zum Beispiel auch vertreten sind in der Politik, bei den Grünen zum Beispiel, diese dann, oder zum Beispiel, dass mehr alevitischer Religionsunterricht in der Schule zum Beispiel praktiziert wird. Genau, das ist zum Beispiel so eine kleine Sache. Was heißt kleine Sache? Das wäre schon eine große Sache. Genau, das wäre zum Beispiel eine Sache, die mir jetzt spontan einfällt. Gut. Herzlichen Dank. Gerne. Hat mich gefreut. Mich auch. Danke für die Gastfreundschaft. Bis dann. Tschüss. Gerne.